Schön, dass du da bist. Was sollst du jetzt im Moment wissen? Was ist jetzt denn wichtig für dich in Sachen Liebe? Das frage ich. Ich werde als allererstes mal schauen, in welcher Situation du liebestechnisch überhaupt bist, damit du weißt, ob du mit dabei bist bei dieser kollektiven Legung. Mit diesem Kartendeck arbeite ich. Ja, dann siehst du, ob du mit dabei bist. Und dann frage ich, was du wissen darfst. So ist. Ich spreche aus der Sicht einer Frau. Wenn du ein Mann bist, dann sei so lieb und trage das entsprechend um. Diese Legung ist gültig ab dem Zeitpunkt, wo du dieses Video aufgerufen hast und natürlich damit resonierst. Aber das wirst du jetzt sehen. Gut. In welcher Situation steckst du liebestechnisch? Frage es allererstes ab. Es gibt da eine Fortsetzung. Den Link findest du in der Infobox unter diesem Video. Einfach auf Mehr klicken und dann findest du diesen Link zu Vimeo. Das ist eine Vertiefung dieser Legung. Was da genau geht, was ich da genau abfrage, das ergibt sich aus dem, wie sich diese Tarotlegung gestaltet. Danke übrigens für das Abo, für das Like und fürs Teilen von meinem Kanal. Ich freue mich wirklich sehr. Danke für die Wertschätzung, danke für den Kommentar. Wenn du hier mit dabei bist bei dieser Legung, dann bist du Single, aber gerade dabei, dass sich diese Single-Phase beendet. Es war lange Single-Phase, das liegt da mit dem Ritter der Münzen, man kann es so sehen. Und das ist recht interessant, weil es ist so. Also du verstehst es, was du vom Verstand her, du, es ist schon so eine bewusste Entscheidung, diese Single-Phase zu beenden. Weil du liegst da als Königin der Schwerter. Ja, das ist schon eine Dame, die wirklich den Verstand einsetzt. Da haben wir die Single-Phase mit den Neun der Münzen und dem Tod. Ja. Aber es ist schon auch eine Entscheidung, die du da jetzt triffst. Und
Weißt du, es ist so eine Situation, dass du gerade eben auch emotional dabei bist, dich für einen Mann zu öffnen. Vielleicht kennst du den schon oder noch nicht. Da weißt du, dass du dich hineinöffnest in eine Verbindung. Du bist einfach so weit, dass du sagst, ich mag nicht mehr Single sein, ja. Auch emotional. Wenn du sagst, ja, so ist es, so fühle ich mich, so geht es mir gerade, dann bleib gern dran. Und ich schaue weiter. Vielleicht zeigt sich ja auch, ob du diesen Mann kennst oder nicht. Was sollst du jetzt genau wissen in Sachen Liebe? Was ist wichtig für dich? Das schauen wir klar an. Schon wieder liegen König der Schwerter, sehr spannend. Ja, Herzensentscheidung steht an. Nächsten 2, 3 Wochen. Ich lege so für die nächsten 2, 3 Wochen. Ja. Betreffend einem Mann. Welche Entscheidung ist es? Die Karten sagen nicht, was für Entscheidung das ist, sondern sie sagen, du lässt dir Zeit, oder es ging ja darum, dir wirklich Zeit zu lassen, zu schauen, was bringt dir dieser Mann entgegen, und er bringt dir was entgegen. Er liegt mit ein paar der Münzen, er bringt dir was entgegen und schau dir genau an, was das ist. Du selbst liegst da sehr feurig als Königin der Stäbe, sehr selbstbewusst, du weißt ganz genau, was du möchtest, was du nicht möchtest oder nicht mehr möchtest. Sehr attraktiv, sehr sexy bist du, wirkst du auf ihn, ja. Lass dir Zeit. Nur kein Stress. Die Mäßigkeit, ja, wege ab dadurch, dass du einfach Zeit ins Land ziehen lässt mit diesem Mann, um was du um zu sehen, wie ausgeglichen das ist, ja, 6 der Münzen. Es braucht Zeit für diese Entscheidung. Jetzt frage ich nur mal, welche Entscheidung ist es?
liegst du wieder da als Königin der Schwerter. Ja, die Liebenden, das bedeutet eine Herzensentscheidung, aber die Königin der Schwerter, das ist immer eine Dame, die den Verstand auch mit einsetzt. Ob du dich emotional auf ihn zubewegen sollst, möchtest. Um diese Wahl geht's. Ob du dich emotional einlassen sollst, darum geht's. Diese Entscheidung steht an. Die nächsten 2-3 Wochen. Wieder der Faktor Zeit. Du sollst wissen, dass es Zeit braucht, um herauszufinden, ob das ausgeglichen ist, also quasi geben und nehmen im Eingang sind oder nicht. Der Ritter der Münzen, es braucht Zeit. Sand. Was noch? Der Tod. Oh, jetzt haben wir einen zweiten Kandidaten. Der Single ist. Das ist jemand, mit dem es aus ist, also den kennst du, der Gefühle für dich hat. Und es ist so, dass diese Gefühle, die er für dich hat, plötzlich aufgebrochen sind. Hoppala, König der Stäbe liegt da. Übrigens. Mit dem Ritter der Kelche, ja, der hat noch Gefühle für dich. Und die sind ganz plötzlich hochgebrochen. Das sollst du wissen. Und was noch? Er hält an dir fest. Die 4 der Münzen. Da ist kein Kontakt mit diesem Herrn. Er steht irgendwie an der Wand. Er weiß nicht ein noch aus. Warum? Weil es ihm nicht gut geht. Er leidet sehr unter diesem Verlust. Ja, keine Energie. Geht ihm nicht gut. Die 5 der Münzen. So, das war es jetzt mal für diesen Teil und im Teil 2, in der Fortsetzung, wie bereits erwähnt, schauen wir die beiden Männer an. Okay, den einen, wo es anscheinend um ein Kennenlernen geht. Wir haben ja gesehen, am Anfang der Legung, dass du aus deinem Single Leben quasi aussteigen möchtest. Und da geht es um dieses Kennenlernen von dem König der Schwerter, wo es darum geht, dass du dir Zeit lässt, ob du dich da hineinlässt emotional. Um diese Entscheidung geht es. Und dann geht es um den Kandidaten Nummer 2, den König der Stäbe. Dem es gar nicht gut geht ohne dir. Mit dem du bereits eine Vergangenheit hast.
Okay, gut. Vielleicht sehen wir uns in der Fortsetzung. Ich danke dir recht herzlich fürs Mit dabei sein. Viel Segen und bis bald. Stella.